Guten Morgen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Kingdom Hearts. Ja, sorry für den letzten Part. Ich habe da ein bisschen abrupt beendet. Zwar nicht frühzeitig, aber abrupt, weil ich aus irgendwelchen reflexartigen Gründen nach dem Save State auf die Aufnahmetaste gekommen bin. Hey! Alter! Hey, das ging ja schnell. Jetzt wisst ihr's. Ich handle mit Gummistein. An eurem Gummijet zu arbeiten war eine tolle Sache. Das nächste Mal gebe ich euch einen großzügigen Rabatt. Kommit Gummi halten. Na los, nehmt es. Das ist ein besonderes Geschenk. Oh, danke. Gut, jetzt wollen wir uns aber endlich dieser Glocke widmen und, diesem... wie sagt man dem? Dieser Legende. Die anscheinend, hier rumkriecht. Haben wir da oben, haben wir noch eine Truhe, ja? Die haben wir aber noch nicht aufgemacht. Hey, komm, verpisst euch. Was wollt ihr von mir hier? Zack. Juhu. So, jetzt einen Moment. Uno momento, per favore. Por favor. Wie sagt man das? Ich weiß nicht, ich kann kein Italienisch. Weder Spanisch noch Italienisch. Noch Portugiesisch. Tja, dafür kann ich Griechisch, Englisch, Deutsch. Was kann ich noch? Ich konnte noch ganz viel mehr. Französisch, aber auch nicht mehr so gut wie damals. Hüppa! Nein! Och, gut. So, nein! Ich will nicht nach unten fallen. So, komm schon! Eine Postkarte erhalten. Super, wir haben jetzt gerade alle abgeschickt und jetzt bekommen wir eine neue, oder was? Oh, da gibt es noch eine Truhe, die wir noch nicht geöffnet haben. Gut, dann rushen wir kurz durch die Villa mit Kniff. Und holen noch diese Truhe und dann gehen wir zur Glocke. Also, zur Glocke. Nicht zu den Glocken, zur Glocke. So, hier haben wir alles aktiviert im letzten Part. Das Mysterium gelüftet. Irgendwie zwei Postkarten erhalten und Alter, wir haben drei Postkarten erhalten in den letzten Parts. Und da in Sids Haus ist gleich noch eine. Naja. So, uno momento. Schon wieder. Ich mache gerade mal ein Safe State. Einfach damit ich hier, falls ich hier, ja klar, natürlich habe ich jetzt wieder Frame-Einbrüche. Nein! Ah, Mann, genau deshalb. Weil ich habe keinen Bock, da dreimal wieder nach oben zu kommen. Moment. So. Jetzt bitte hier bleiben, Sora. Nein. Nein, bitte nicht hauen. Bitte nicht hauen. Ich will das öffnen. So. Mega-Portion erhalten. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir hauen noch einmal den dicken Wanst hier aufs Maul. Genau deshalb, weil wir ein Level hochkommen, Maximum AP erhöht. Dann werden wir uns noch ein letztes Mal ausrüsten und vielleicht Abisle die Postkarte noch versenden und so. Und dann werden wir die Glocke läuten. Aber es ist immer gut, wenn man noch ein bisschen trainiert, weil ihr seht, wenn Sora mal aufs Maul bekommt, dann gibt das schon ganz schön Schaden. Und ja, ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock zu verlieren. Oh, ho, 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 Moment. Was ich machen könnte... Nee, kann ich nicht. Ah. Gut, dann muss ich mich eben selbst heilen, weil kein anderer das machen kann, weil wir alle dumm sind. Ja, wie gesagt, Sora bekommt ziemlich krass aufs Maul und da ist es schon ganz gut, wenn wir ein bisschen gelevelt sind hier. Ah, komm. Jetzt gib mal Gas hier und dreh dich nicht immer zu mir hier, du blöder Penner. Oh, ihr seid doch Arschlöcher hier. Ich wollte gerade sagen, also Donald, wenn du mich jetzt nicht heilst, ne? Dann... Boah, nee, ne? So, jetzt aufs Maul. Oh, gleich zwei Items bekommen. Ja, wie gesagt, Freunde, ihr seht... Ihr seht Frame-Einbrüche vom Feinsten.
Traps for the win, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Ne, ja, ihr seht, Sora kann überhaupt nichts einstecken. Und deshalb haben wir es bitter nötig, hier ein paar Level aufzusteigen. Denn ich weiß, was uns bevorsteht. Und ich habe keinen Bock zu sterben, ne? Sind wir ja schon genug in diesem Let's Play. Zack! Das war's. Okay, mal alles einsammeln hier. Ja, seht ihr, Donald ist schon K.O. gegangen. Oh. Oh Mann, Sora, gib Gas. So. Einen weiteren Cyan-Splitter erhalten. Oh, was haben wir hier? Eine Glocke. Gegenüber bei der Villa mit Kniff gibt es eine. Ja, schön. Sehr schön. Hinweise über Hinweise. Und ich rede jetzt nicht von Blues Clues. Wollen wir noch bei den Dalmatinern vorbeischauen? Nee, da haben wir ja, glaube ich, gerade vorbeigeguckt. So wie ich mich erinnern kann. Ach nee, was mache ich denn da? Oh, bin ich tot. Donnerschlag auf die Donnerzipfler. Gut, vielleicht noch einen Level weiterkommen, das wäre schon ganz geil. So, für den letzten Gegner einfach noch so ein Level, Donald oder Goofy oder so. Nee, leider nicht mehr. Naja, okay. Dann noch eben aufladen, Postkarte einschicken und dann geht's los. Ich weiß, ich zügere das Ding immer raus, aber es gibt so viel zu tun hier. Moment. Hier konnten wir auch noch irgendwie hoch, denn auf dem Dach von Sitzladen gibt es auch noch eine Truhe. Hm. Moment. So. Hoppa. Und da wären wir auch schon oben. Moment. Okay. Eigentlich will ich auf die andere Seite kommen. Komme ich das nicht von hier? Ach doch, hier. Sehr schön. Ruckler. Frame-Einbrüche. So, die Truhe gehört auch uns. Ach, noch eine Postkarte. Ja, super. Dann haben wir es bald mit den Postkarten hier. So. Meine Fresse, wie viele Postkarten wir erhalten haben. Dann gibt es noch eine ins Sitzhaus, dann noch in einem anderen Haus, was hier um die Ecke ist. Ganz schön viele Postkarten hier in Traverse Town. Final Elixir. Okay. So. Okay, ich würde sagen, wir geben dem Goofy noch ein paar Items, weil von den Tränken haben wir ja eigentlich genug so. Ja, aber nur Tränke, weil wir die halt massig haben. Gut, wir haben noch was im Petto. Plus jetzt ja den Vita-Zauber und mit dem sollten wir eigentlich ganz gut zugange kommen. So, gut. Dann würde ich sagen, auf geht's zur Glocke über der Villa mit Kniff. Da, 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 da. Und der liebe Donald verschwendet natürlich seine Magie schon wieder. Tja, kann man eben nichts machen, ne? Donald ist einfach so ein Idiot, genauso wie Goofy. Goofy ist genau derselbe Honk. Einfach immer alles verschwenden. Schau, wir kommen in einen Raum rein und schon, ja, geht's los. Solange sie keine Items von mir verschwenden, ist mir das scheißegal. So, ich würde gerne noch ein paar Abilities. Ah, Analyse haben wir bekommen. Sehr gut, das können wir sehr gut gebrauchen. Diese Fähigkeit zeigt nämlich die Lebensleiste der Gegner an. Gut. MP Hast, sehr geil. Das bedeutet, er, ja, die MP-Heilung wird beschleunigt, genau. Goofy Tackle und Goofy Trombe. Verfolgt rotierend sein Ziel. Rammt mit dem Schild das Ziel bewusstlos. Hm. Okay.
Wir können gar nicht ausrüsten, weil wir bräuchten zwei. Rakete. Machen wir den weg. Und rüsten die Trombe aus. Sehr schön. Gruppen-Ability haben wir noch keins. Alles klar, dann gehen wir rauf. Und ich glaube, dieser Part wird ein bisschen länger werden. Also könnt ihr euch da schon drauf einstellen oder freuen, wie auch immer. So, hier können wir noch ein bisschen Magiepunkte sammeln. Leben tun sie ja nicht so viel abziehen, aber ja, Magiepunkte tun wir schon ein bisschen mitnehmen hier, wenn wir die hauen. So. Sehr gut. Oh, da ist noch einer. Zack. Gut, jetzt hauen wir hier die Türe ein mit der Triotech. Zack, zack, zack. Und da ist es auch schon offen. Wir ziehen an diesem Ding. Und schauen, was passiert. Oha. Okay. Dann ziehen wir eben nochmal. Feuer. Erde. Und Wasser. Tja, das Schlüsselloch von Traverse Town ist also erschienen. Und was wir jetzt tun, natürlich werden wir ja, es versiegeln, ne? Bevor noch ein Herzloser kommt und uns hier das Ganze zur Sau macht. So. Ach du Scheiße. Ja, hätten wir es, als hätten wir es nicht gedacht. Schon wieder ein Herzloser kreuzt unseren Weg. So. Aber wir hauen den kaputt, denn diesen Herzlosen haben wir ja schon mal kaputt gehauen. Der ist nicht so eine Herausforderung. Oh, was ist jetzt los? Okay. Okay, jetzt scheint er böse zu sein und anscheinend um einiges stärker wie das letzte Mal. Tja. Wir setzen direkt einen Sonic-Stoß ein, sobald ich die Gelegenheit dazu bekomme. Hallo? Was? Der Sonic-Stoß wurde einfach unterbrochen wegen dieser scheiß Parkbank. Ja, super. Gut, den Rest an Magie spare ich mir für die Vitas. Ich habe es nur eingesetzt, weil ich genug hatte. Och du Scheiße. Ja, sieht er? Und so braucht man die Magie hier. Zack, zack, komm! Reinhauen hier, Sora! Wir könnten eigentlich auch mal was probieren hier. Ja, Freunde, wir rufen Simba und los geht's! Den König der Löwen. Ja, an unserer Seite wird er jetzt kämpfen und wir sammeln uns. Zack. Erscheine. Aufladen. Zack. Komm schon. Oh. Da ist er auch schon wieder weg. Tja. Einen sehr kurzen Zeitraum kann Simba also in unserer Welt bleiben. Ich glaube, ich habe ihn einfach überstrapaziert, weil eigentlich hilft Simba uns kämpfen, aber diese Attacke sammeln braucht halt ziemlich viel Magie, beziehungsweise braucht ziemlich viel von Simbas Energie. Und da wir ihn gerade ein bisschen überstrapaziert haben, da das Ganze ein Bosskampf ist, ja, ist er auch schon wieder weg.
So, aber dieser Gegner ist gar nicht mehr so lange am Leben hier, habe ich das Gefühl. Wir werden ihn kaputt hauen. So wie es ausschaut. So wie seine Lebensleistung. Komm! Ah, weißt du was? Donnerschlag. So, tschüss. Deine Hand ist futsch. Und deine andere Hand machen wir auch noch gleich kaputt hier. Ey, jetzt komm mal runter. Weißt du was? Machen wir das Ganze so. Zack, 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 zack. Oh, 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 oh. Das könnte gefährlich werden. Alter. Okay, abwehren kann man es nicht. Schön ausgewichen. Autsch. Okay, jetzt nicht. Komm, zack. Noch ein letztes Mal reinhauen hier. Zack, zack und zack. Das war's. Brutalo gelernt. Die Kraft der Lüfte erlernt. Aero erhalten. Und ein Navigummi erhalten. Sehr schön. Tja, da haben wir schon wieder ein Navigummi. Ich glaube, Sid kann uns das gleich nochmal einbauen hier. Denn, sonst kommen wir nicht weit in der Welt von Kingdom Hearts. Tral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 a. So, haben wir schon wieder ein Schlüsselloch versiegelt. Dieses Mal dieses von... Och, was war das jetzt? Dieses Mal das von Traverse Town. So, hey Sid, ich hab noch ein Navigummi. Hey, habt ihr da noch ein Navigummi? Ja, ja? Ich wette, das soll ich euch einbauen. Ja, bitte. Scheint wieder nur ein halbes Navigummi zu sein. Ihr müsst das Gegenstück finden. Okay. Ja, das Gegenstück werden wir wahrscheinlich in irgendeiner anderen Welt finden. Haben wir... Ja, wir haben die Truhe schon geholt. Ja, ja. So. Tja, wie fandet ihr die Magie? Die Rufmagie? Simba. Ich fand ihn ganz cool. So, meine lieben Freunde, jetzt werden wir uns aber auf den Weg machen in eine neue Welt. Endlich haben wir diese Welt hier abgeschlossen. Traverse Town. Tja. Die Legende haben wir erkundet oder ja, belegt. Dass da ein Schlüsselloch ist. Wir haben das Schlüsselloch versiegelt. Einiges von hier gesehen. Im 100-Morgenwald waren wir bei Merlin. Und wir werden ganz bestimmt noch einige Male hierhin zurückkommen. So, jetzt wollen wir uns aber aufmachen in eine andere Welt. Und diese werdet ihr im nächsten Part sehen. Ich danke euch wieder mal fürs Reinschauen. Wenn ihr dabei bleiben wollt, abonniert meinen Kanal. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dahin, Tschüssikowski, euer Sephiron.